Fresh Kid Z, Fresh Kid C, yes, sir. Fresh Kid P, Fresh Kid T. Oh yeah, we back. Oh, and Zach Boone, by the way. Yeah, Jones. Yeah. Hey ho, Leute. Hier ist wieder euer Justin Bieber. Und heute gibt's ja wieder ein neues Black Ops Game Commentary. Diesmal live von mir kommentiert. Und ich spiele heute ein Free-for-All auf Summit. Es ist ein Sniper-Only Free-for-All mit meiner sexy L6-1. Ja, kurz zu meiner Klasse. Ich habe auf die Waffe gepackt, die Magazinerweiterung, wie immer. Ich spiele mit dem Tomahawk und meine Perks waren Leichtgewicht, ruhige Hand und Marathon, alles auf Pro. Meine Killstreaks waren auf der 3 die Drohne, auf der 4 das Totenschütz, das würde ich mal sagen, und auf der 8 der Flecker. Ja, normalerweise spiele ich bei einem Sniper-Only-Server immer mit der Connor-Drohne und habe diesmal das Bodenluftschütz mitgenommen, weil ich eigentlich sinnvoller finde, da man das ja schnell aufstellt und die ganzen Drohnen aus der Luft geholt werden. So hat der Gegner auch keinen Vorteil mehr und wird gerade nicht so schnell erkannt. Und ja, sonst eigentlich alles Standard. Was kann ich zu diesem Server noch sagen? Dieser Server ist ein Sniper-Only-PvE-Server. Und der Server ist für uns, zur Verfügung gestellt. So heißt, es gibt jetzt auch von Sheriff der Army einen Sniper-Only-Server. Die IP davon, die werde ich auf jeden Fall in die Beschreibung hinzufügen. Aber wird wahrscheinlich noch nicht vor, da ist es gerade nur Handhabe. Werde auf jeden Fall nochmal kommen, die IP. Da werde ich auf jeden Fall auch nochmal sehen. Und ja, dann was ich noch so ansprechen möchte, und zwar gab es im letzten Video die Frage, was ihr für einen Game-Modus sehen wollt. Ich habe es mal so angesetzt und habe ein Captain Black erspielt. Das werde ich dann morgen hochladen. Und ich habe noch ein anderes Sniper-Gameplay, aber diesmal kein Free-for-All. Weil ich aber bis jetzt noch vor Ort auch Sniper-Only gespielt, sondern ein Sprengkommando, also ein neuer Modus. Da habe ich dann mit der Sniper gespielt, auch mit derselben, und ich glaube, es dürfte sogar dieselbe Klasse irgendwie sein. Und ja, dann noch kurz zu der Gold Series. Da gab es jetzt schon, ja, ich würde sagen, lange kein Gameplay mehr, aber es wird die Tage wieder ein neues geben. Rambo und ich hatten in letzter Zeit Jahre recht viel Spaß, deswegen dauert es ein bisschen, bekommen. Aber ich denke mal, dafür habt ihr bis jetzt schon einiges gesehen. Und ja, hier, ich finde es ganz witzig, ich habe hier versucht, meinen Bodenluftgeschütz einzunehmen, aber ich bin gar nicht dazu gekommen, weil sie irgendwie alle das wollten. Fand ich eigentlich ganz witzig, und ja, so kann man seine Punkte natürlich auch machen in Free-for-All. Und ja, was kann ich dazu sagen? Ja genau, ich habe jetzt ein bisschen mehr als 800 Abonnenten. Dafür nochmal ein recht herzliches Dank an alle. Ich werde auf jeden Fall nach diesem Gameplay hier das Captain Black hochladen. Und danach wird es dann das Zombie Gameplay geben. Das werde ich auch noch hochladen. Ja, das Gameplay ist also wieder fast zu Ende. Diesmal habe ich einen Endscore von 30:2. Ich glaube, beim letzten Sniper Ball war das um 30:3 und bei Rambo war es um 30:6 oder so. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Und ja, ihr könntet ja mal schreiben, ob ich eventuell ein Sniper Game machen soll mit der BA 2000. Weil die habe ich mir vor kurzem auch in Gold gekauft. Sieht auch richtig sexy aus. Ja, das war es erst von meiner Seite her, und ja, bis zum nächsten Mal.